Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Naturmedizin. Heute erfahren wir etwas über die spannende Kombination von Qigong und den Klopftechniken. Dazu habe ich zwei ganz tolle Gäste. Eva Gehrig, sie ist Heilpraktikerin, Psychotherapie, und Friedhof Krepp, er ist Qigong-Lehrer, Buchautor und vieles mehr. Bleiben Sie dran. Ganz herzlich willkommen, liebe Eva, lieber Friedhof. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit euch und diese tolle Kombination von diesen beiden Heilmethoden. Zum Einstieg möchte ich aber euch das Wort geben, vielleicht, dass ihr euch den Werdegang vielleicht auch erzählt, wie ihr zu dieser Methode gekommen seid. Und dann starten wir doch mit Eva. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf erstmal. Und ja, wie bin ich dazu gekommen, wie so viele Menschen, über eine Krise? Wenn es einem gut geht, dann läuft natürlich das Leben weiter. Aber in dem Moment, wo das Leben nicht mehr gut wird oder gut ist, fängt man an, sich auf die Suche zu machen. Und so war es bei mir auch. Ursprünglich gutbürgerliches Haus, Vater Jurist, Mutter Lehrerin. Ich habe Abitur gemacht, habe Geschichte studiert in Bonn und auch in USA. Habe dann in einer PR-Agentur gearbeitet, 3 Jahre lang, und dann erstmal eine lange Auszeit gemacht, weil ich 4 Kinder bekommen habe. Wow. Und auch mit meinem ersten Mann bei New York gelebt habe. Und eine, wie gesagt, sehr schöne Zeit. Nur wir sind wieder nach Deutschland gezogen, und dann hat mein Mann sich das anders überlegt und andere Wege gesucht als Familie. Und ich bin mit den 4 Kindern damals zwischen 4 und 11 ja alleine geblieben. Und das war für mich der große Einbruch. Das passte so gar nicht in meine Welt, in mein christliches Weltbild, in dem ich erzogen worden war. Ja, alles brach im Grunde zusammen. Die Vergangenheit wurde in Frage gestellt. Das Jetzt war äußerst schwierig, weil die 4 Kinder natürlich auch reagierten auf das Wegsein von dem Vater und natürlich auch die Zukunft, die man sich anders vorgestellt hat. Und in diesem Rahmen kam ich dann dazu, eben mich auf die Suche zu machen, weil ich gemerkt habe, ich war so depressiv, suizidgefährdet, dass die Kinder kurz davor waren, auch noch ihre Mutter zu verlieren, was sicherlich keine gute Sache gewesen wäre. Und in dem Rahmen habe ich verschiedenste Sachen ausprobiert. Und mir hat jemand von den Meridianklopftechniken erzählt, das war das Erste, und sagte, naja, wenn du so ein paar Punkte beklopfst, dann wird es dir besser gehen. Und ich sagte, ja, ich klopfe ein paar Punkte und dann geht es mir besser. Das war für mich absolut unvorstellbar. Ich war so in einem Tief drin, und es wurde mir aber auch nicht richtig erklärt, warum ich diese Punkte klopfen sollte. Ja, und ich habe das so ein bisschen zur Seite geschoben, aber derjenige, der mir das gesagt hat, hat gesagt, pass mal auf, ich kann dir das vielleicht nicht gut erklären, aber ich kenne da jemanden und der ist relativ in deiner Nähe und der kann dir das bestimmt gut erklären. Und ich bin in einen Vortrag gegangen von diesem Mann über Qigong und Meridianklopftechniken, das, was wir heute zusammen machen. Und dein Mann ist, was ich noch erwähnen darf. Ja, seit zehn Jahren. So schön. Bald, ja. Und ja, das war 2006, und ich habe gedacht, naja, das, was er da erzählt, klingt sehr vielversprechend und authentisch, und da gehe ich mal hin. Ja, dieser Mann, der hatte seine Krise bereits hinter sich, die sehr, sehr lange war. Ich habe ja als Lehrer gearbeitet und auch als Musikproduzenten, Kreativer in verschiedenen musikalischen Ebenen. Und ja, meine Krise begann als, wie soll ich sagen, ich war verheiratet, 2 kleine Kinder, und plötzlich ging irgendwie gar nichts mehr. Es war ein Zusammenbruch irgendwie in meinem Leben.
Ich habe sehr viel schon mit spirituellen Themen gearbeitet, vom Beruhigungssachen, autogenes Training und positives Denken. Und plötzlich ging gar nichts mehr. Das war 1987. Und dann habe ich mich auf den Weg zu mir selbst gemacht und habe alles Mögliche an Therapien ausprobiert, die Ende 80er Jahre, Anfang 90er Jahre so gebracht haben. Und bin 1996 einer großen Meisterin begegnet, einer Qigong-Meisterin. Ja, Master Gao Yunnan hatte das Glück gehabt, wirklich eines der weltbesten Qigong-Lehrer, in dem Fall Lehrerin, zu haben. Und habe dann 1996 angefangen, Qigong zu praktizieren, war in relativ kurzer Zeit wieder energetisch voll da. Wow. Und dann habe ich gesagt, das muss ich jetzt lernen. Dann habe ich 5 Jahre bei verschiedenen Lehrern gelernt, studiert, nach 5 Jahren die Lehrerbefähigung bekommen und bin dann und habe angefangen, wie gesagt, Vorträge zu halten. Und in einem dieser Vorträge war die Eva und kam dann zum Qigong-Kurs. Eine so schöne Geschichte. Und ja, wenn man auch sieht, wieder einmal mehr die Krisen, wenn man die wirklich durchlebt und etwas macht, wo sie einem einen komplett anderen Ort bringen können. Und ihr seid zwei so strahlende, starke Menschen. Und wenn man das so sieht, und das finde ich auch toll, dass ihr das erzählt, dass man eine solche Krise hatte, wirklich eine massiven Einbruch im Leben und danach zu einem neuen Weg finden kann. Danke für die ganz schöne Geschichte, dass ihr das auch teilt mit uns. Es geht ja noch weiter. Ja, genau. Ja, jetzt geht's los hier. Ja, da haben den Qigong-Kurs. Ja. Dann nehme ich den Ball mal auf. Ich kam in den Qigong-Kurs, hatte von Energiearbeit nicht wirklich Ahnung. Mhm. Ja, also muss ich einfach so sagen. Ich wusste nicht, was Heilpraktiker sind. Mhm. Ich war so ganz in dem mechanistischen Weltbild noch verwurzelt. Mhm. Ja, aber es war so, dass mein Mann an Wochenenden teilweise zu uns ins Haus kam. Wir hatten ja die 4 Kinder, die konnte er nicht in seine Wohnung nehmen. Und ich war dann immer wieder auf der Flucht und bin dann eben in Kurse gegangen. Und an dem Tag war ich dann, oder ein Zweitageskurs im Qigong-Kurs, und habe das mal so mitgemacht. Und ich habe auch sehr lange Yoga gemacht und ein sportliches Yoga, sag ich mal, ja. Und dann kam ich in seinen Kurs und ich sollte so ganz sanft so die Hände heben und dann, ach, herrlich. Und er war völlig begeistert und ich war mit meiner Mutter da und die auch eher aus der sportlichen Richtung kam und sagte, meine Güte, was machen wir denn hier, ja. Und aber es hat gut getan. Es hat definitiv gut getan. Und wir haben dann gesagt, ja, da gehen wir am Sonntag auch wieder hin. Ja, es tut ja gut. Und wir haben also wieder Sonntagvormittag diese sanften Übungen gemacht. Und ich merkte auch schon, irgendwie, ich spürte was im Körper. Es spitzelte so ein bisschen. Und auf einmal macht es wie so ein Knall und ich fing an zu weinen. Wow. Einfach nur noch zu weinen. Alles löste sich. Und ich dachte, mein Gott, was ist das denn jetzt? Das brauche ich jetzt gar nicht. Ich bin doch jetzt hier, um mich ein bisschen zu entspannen, vielleicht was zu lernen. Und jetzt kommt wieder einer deiner Heulattacken sozusagen. Und es war so schlimm, ich setzte mich auf den Boden. Dieser Mann, den ich ja noch nicht so kannte, kam dann zu mir und sagt, wir sind kurz vor der Pause. Ich schicke die anderen jetzt schon mal zum Essen. Soll ich dich ein bisschen beklopfen? Und ich, oh Gott, jetzt das auch noch. Weil ich hatte ja vorhin erwähnt, ich hielt nicht so viel von diesem Klopfen. Ja. Und aber wenn man so am Boden ist, ja, dann ist man ja für alles offen. Und wir setzen uns hin und er fing an, diese Meridian Punkte zu beklopfen bei mir, und erstaunlicherweise für mich ging es mir innerhalb von kurzer Zeit, 10, 15 Minuten, schon viel besser. Und nach 20 Minuten habe ich gesagt, so, jetzt ist genug, ich habe Hunger. Ja. können wir essen gehen? Ja. Und das war natürlich für mich so ein Schlüsselerlebnis.
Und als ich abends nach Hause kam und meinen Mann dann wieder sah, meinen damaligen Mann noch, war ich so entspannt wie nie. Die Wochen vorher oder Monate, die Trennung war inzwischen 8 Monate her, waren einfach, immer wenn ich ihn gesehen habe, war ich so wütend, war ich voller Hass. Ich hatte Emotionen, von denen ich gar nicht wusste, dass ich dazu fähig bin, wenn ich ehrlich bin. Und ich war auf einmal völlig entspannt ihm gegenüber. Wow. Und habe gesagt, lass uns das kurz besprechen und jetzt gehe ich in die Badewanne. Und das war schön, weil jeder, der eine Trennung oder Scheidung durchgemacht hat, weiß, wie sich da durch die negativen Emotionen Dinge hochschaukeln, was überhaupt nicht sein muss. Ja, das ist verständlich, aber es macht überhaupt keinen Sinn. Ja, und in dem Moment, wo ich angefangen habe, das Ganze wegzuklopfen, also diese ganzen negativen Emotionen, und das waren viele, das war nicht eine Sitzung, ja. Ich musste dann immer wieder neu Dinge beklopfen, ging es mir spürbar besser von Tag zu Tag, weil ich jeden Tag geklopft habe. So toll. Ja. Und dann hat mein jetziger Mann gesagt, du, irgendwie liegt dir das aber auch. Du kannst das gut. Ich habe Kurse besucht. Ich habe jeden Kurs, den ich kriegen konnte, besucht in Deutschland und vor allen Dingen auch in USA, wo das ursprünglich herkommt, das EFT. Und weil ich ja sehr gut Englisch spreche, war das für mich sehr einfach, dort die Kurse mitzumachen, online schon. Und habe dann auch gesagt, ich mache jetzt den Heilpraktiker, um das Ganze auf eine Basis zu setzen, den Heilpraktiker Psychotherapie. Und habe dann relativ schnell meine Praxis eröffnet, erstmal mit ganz wenig Klienten in meinem Haus. Die Kinder waren auch in der Nähe noch. Ja, das war eine gute Zeit. Und seit 2008 habe ich jetzt die Praxis und mache immer mehr. Die Kinder sind inzwischen groß, klopfen selber. Wow. Und und aus dieser Erfahrung heraus und was noch zusätzlich zum Klopfen kam, war, dass ich jeden Tag Qigong geübt habe. So ja, toll. Ich fragte ihn, pass auf, ich bin habe 4 kleine Kinder, bin alleinerziehend. Wie soll ich das noch machen? Abends falle ich um. Ja. Und dann sagte er, 20 Minuten, haben Sie 20 Minuten Zeit? Sag ich, okay, das kriege ich hin. Ja. Ich stelle mir den Wecker 20 Minuten vorher. Und dann habe ich mir den Wecker gestellt und jeden Tag Qigong gemacht. Bin abhängig von diesen sanften Übungen geworden, weil ich gemerkt habe, da kommt ganz, ganz viel ins Fließen. Ich hatte eine Brille, die ich 10 Jahre schon getragen habe, die ich nach 3-4 Monaten nicht mehr brauchte. Ein Ausschlag, der weg war. Wow. Wo ich sagte, natürlich habe ich mich auch verliebt, muss man auch sagen. Gut, das ist auch ein Faktor. Das war bestimmt auch ein Faktor zur Heilung gewesen. Ja, das darf man nicht ausschließen. Das war ein Gesamtpaket. Aber diese Kombination hat wirklich mein Leben gerettet. Und aus dieser Erfahrung heraus bin ich so dankbar, das weitergeben zu können. Und wir haben jetzt so viele Jahre gemeinsam Menschen Qigong und Klopfen beigebracht. Und er mit seiner gleich anderen Erfahrung, aber auch eben, dass diese Kombination ihn rausgeholfen hat, das ist einfach wunderbar. Und zu sehen, dass es anderen Leuten auch hilft, wenn sie üben. Ja, und so schön auch, wie du erzählt hast, das macht sicher auch vielen Menschen im Publikum Mut, wenn man noch keinen Zugang hat zu dem, dass man sich doch einmal darauf einlassen kann und dass es trotzdem einem hilft, auch wenn man vielleicht noch ein bisschen im Widerstand oder im Unglauben ist. Ja. Das hast du sehr schön erzählt. Und das andere, was ich ganz toll finde, auch bei euch beiden, ist ja so wirklich das Durchleben einer Krise und nachher das Weitergeben, das ist meiner Meinung nach die stärkste Kraft, dass man wirklich weiß, von was das man spricht und wie man die Dinge wandeln kann. Und wie arbeitet ihr jetzt heute zusammen? Ja, zusammen und auch getrennt, also zusammen in Kursen. Wir geben ja zusammen die Klopfkurse, die Qigong-Kurse gebe ich alleine. Ja. Genau, vielleicht darf ich etwas zu sagen zu Qigong. Gern. Qigong ist ein Oberbegriff, wie Sport.
Ja, das wissen viele Leute nicht. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Qigong-Systeme. Und das Problem ist, dass die Leute erstmal das richtige Qigong finden. Dass das, was für sie passend ist. Ah, okay, ja. Da geht's nämlich schon mal los, ja. Ich sag mal ein negatives Beispiel, weil es mich damals auch ein bisschen geärgert hatte. Wir waren eben mal in so einem, wie soll ich sagen, Wellness-Hotel, haben uns ein bisschen eine Auszeit gegönnt gehabt und da hieß es morgens, ah, das Qigong-Kurs findet statt da auf der Terrasse. Und so, oh, guck ich mir mal an. War eine nette junge Frau, also im tänzerischen Stil hatte ich das auch schön gemacht irgendwie. Später hatte ich dann eine Massage gebucht bei ihr und habe mit ihr gesprochen, habe gesagt, na, wie lange praktizieren Sie denn schon Qigong? Ach, hat sie gesagt, das habe ich am Wochenendkurs gelernt. Der Chef hat gemeint, wir müssten doch jetzt auch hier, es sei schick und innen Qigong anbieten. Schade, ja. Muss ich sagen, hat mit Qigong gar nichts zu tun. Ja. Also ist kein geschützter Begriff in dem Sinn. Oder gibt es für die Leute irgendwie ein Erkennungsmerkmal, wo man das ein bisschen unterscheiden kann? Das Erkennungsmerkmal ist ganz einfach. Erstens, die Voraussetzung ist, dass sie das Gong machen. Das heißt die Übungspraxis, die regelmäßige. Mhm. Und danach sollten sie nach einer gewissen Zeit etwas spüren im Körper. Ja, sie sollten merken, genau wie es bei Eva jetzt im Extremfall da passiert ist, mit dem Zusammenbruch, das natürlich nicht unbedingt, aber sie sollten merken, dass sie einfach durch das, was man macht, einfach Energie gewinnt. Ja. Ja, dass plötzlich irgendwelche Sachen anfangen, besser zu fließen im Körper, dass man gut gelaunt ist und was soll ich sagen, nach einer längeren Praxis, dass man halt dann halt nicht mehr erkältet wird oder dass dieses oder jenes halt passiert. Ja. Einfach Energie gewinnen. Aber das sollte man merken, ja. Ja, aber auch gibt's, weißt du, eine Ausbildung, da weiß man, dieser Mensch hat jetzt wirklich eine Ausbildung dazu gemacht oder ist das gar nicht irgendwie geschützt oder? Das ist in der Tat ein bisschen ein Problem. Die Yogis hier in Deutschland, sind da einfach besser organisiert. Ja. Die haben ihren eigenen Stil. Da weiß man, die sind da und da ausgebildet. Mhm. Qigong war Geheimwissen gewesen, bis in die 80er Jahre hinein. Das wusste keiner. Die Qigong-Meister sind eigentlich oder waren mehr zurückgezogene Menschen. Mhm. Ja, die haben sich eher so zurückgezogen. Und eine richtige Ausbildung. Natürlich gibt es Qigong-Ausbildungen, aber man muss erstmal mit dem Menschen, der da vor einem steht, können in irgendeiner Form. Ja. Ja? Man muss gucken, ist dieser Mensch in irgendeiner Form authentisch? Mhm. Ich sag mal, wenn da jemand da reinkommt, Frau oder Mann, und ist völlig gestresst und sagt, ah, es ist Uhrzeit, wir müssen jetzt anfangen mit Qigong. Hm. Ja, ja. Da würde ich sagen, hey, ich bin irgendwie falsch. Ja. Und das Nächste, was ganz, ganz wichtig ist, wir machen keine Gymnastik. Das Erste, was ich mache, erstmal Verbindung zur Erde aufnehmen, zur großen Urmutter der Erde aufnehmen, Verbindung über den Himmelstor zum Kosmos und dann smile from your heart. Das ist die Basis von allem. Qigong ohne Herz. Chinesische Medizin sagt, das Herz ist das Organ, ist die Königin, der König, König von allen Organen. Hier bekommen wir das intuitive Denken mit. Ja? Ja, und deshalb ist es unabdingbar, dass man Qigong aus dem Herzen heraus macht. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, so schön, wie du das sagst. Und du machst Kurse einfach vor Ort oder ich habe gehört, ihr macht auch zusammen noch Kurse. Also Qigong-Kurse, ich gebe in der Regel 2 Tage Qigong-Kurse. Da vermittle ich das System meiner Meisterin, das Qigong for Life, nahezu 90%, so wie ich es damals gelernt habe von ihr. Ich sag einfach mal, didaktisch mal so für den Europäer aufbereitet. Denn es gibt sehr gute chinesische Qigong-Meister, aber die können es irgendwie nicht so erklären. Die haben eine ganz andere Art drauf, wie sie das ihren Chinesen erklären. Ein Chinese lernt anders wie ein Deutscher. Okay, ja. Und dadurch, dass ich 32 Jahre Lehrer in der Schule war, habe ich, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl, wie ich die Kurse so aufbaue, dass es relativ leicht zu lernen ist. Toll. Also es lohnt sich in der Tat, auch für so einen Kurs mal zu kommen. Ja. Also ich bin ja, was weiß ich, nach China oder sonst wohin geflogen, um von Lehrern auch zu lernen und die Atmosphäre mitzubekommen. Deshalb ist es wichtig, nicht unbedingt zu sagen, ach, da in der Nachbarschaft macht jemand einen Qigong. Mhm. Mag vielleicht gut sein, aber es mag vielleicht auch so sein, dass man sagt, nee, Qigong habe ich schon mal gemacht, bringt nichts. Ja, das ist dann ganz, ganz schade für die Methode, wenn man ja. Genau. Das Qigong, was ich unterrichte, ist in China verboten. Ah, okay. Ja, so geht's schon mal los, ja. Das ist das Qigong der freien Bewegung. Aha, das heißt, wenn ich fertig bin und beim Qigong abschließe, dürfen die Leute mal reinspüren in den Körper und gucken, was passiert denn bei mir eigentlich mit dem Qigong? Was macht denn die Energie?
Und da fängt die Energie an zu fließen. Die Leute fangen an, sich oft zu bewegen, in der Regel. Oder es kann auch mal sein, dass die Bewegungen stärker werden. Und vor allem eins kann passieren bei manchen Leuten, wenn die Energie kommt, so wie es bei Eva passiert ist, dass plötzlich Emotionen kommen. Okay. Ja? Und das ist verboten in China, oder? In China war es so, ich habe das in einer anderen Sendung schon ausführlich geschildert gehabt, aber es ist in China nach der Kulturrevolution haben die Leute es im Freien praktiziert. Mhm. Und das war ein traumatisiertes Land mit 10 Millionen Tote. Ja? Und da passiert es, die Leute haben da rumgeschrien und rumgebrüllt und dann haben die Chinesen, das geht gar nicht, ein Chinese, der hier rumbrüllt oder was ist, der verliert sein Gesicht. Ja. Das geht gar nicht. Und die chinesische Regierung hat sich das angeguckt und hat gesagt, wenn die sich anfangen, frei zu bewegen, ja, dann stehen die am nächsten Platz des himmlischen Friedens und schreien Freiheit für China. Nee, und dieses Qigong wollen wir nicht. Das hat mit China nichts zu tun, darf ein Chinesen nicht machen. Aber meine chinesischen Meister, ich habe noch einen anderen chinesischen Meister, einen Herrn, der, von dem ich gelernt habe, die haben es nach Europa gebracht, nach Amerika, nach Australien. Wow. Und wir dürfen uns frei bewegen. Und das machen wir auch. Und durch diese freie Bewegung kann es sein, dass es nicht nur so ist, dass der Körper in Bewegung kommt, sondern dass auch die Organe in Bewegung kommen. Die Organe stehen in Verbindung mit den Emotionen. Und dann kann es sein, dass die Emotionen rauskommen. Oh, das ist so toll. Und dann kann es plötzlich sein, dass wie jemand, der bei mir Qigong gelernt hat, sagt, ich habe Qigong, ich habe jetzt abgeschlossen und jetzt fange ich immer an zu weinen, weil meine Freundin hat mich verlassen. Das fällt ihm immer ein, was soll ich machen? Ich habe gar keine Lust, Qigong zu machen. Sag ich, du geh einfach hin und lerne die Meridianklopftechniken und klopfst dir bitte weg. Ja? Und da ist dann die Zusammenarbeit. Genau da ist jetzt wieder der Punkt. Ja. Vielleicht einfach, weil ich sehe die Zeit, die läuft uns schon davon, aber wir haben ja noch andere Sendungen. Aber vielleicht einfach noch so ein paar Worte, dann arbeitet ihr zusammen oder gebt einander die Menschen wie ein bisschen weiter, je nach Bedarf, vielleicht noch zwei, drei Worte dazu. Ja, wenn also Fridjof sagt, da ist jemand, der sehr stark in die Emotion kommt beim Qigong, schickt er die in meine Praxis und dann arbeite ich ganz gezielt an die Emotionen. Denn wenn ich in den freien Fluss bin, dann macht es Qi das sozusagen. Mhm. Also die Energie fließt in irgendeine Blockade. Mhm. In meiner Praxis kann ich genauer gucken, was ist eigentlich der Grund für die Blockade? Ja, spannend. Also da gehe ich gezielter drauf. Die Meridianklopftechniken sind eine Selbsthilfetechnik. Das heißt, auch nach einem Wochenende können die Leute das selbst machen, also das Lernen. Das sagen wir den Leuten auch immer, dass sie möglichst viel selber machen und nicht sich von uns abhängig machen. Toll. Ja. Und dann gibt es aber auch Fälle, da kommen Menschen zu mir und ich merke, die sind so energielos, ja, dass das Klopfen, dass ich nicht wirklich so gut weiterkomme. Ja. Ja, also dass ich dann zwar klopfe, aber ich merke, es kommt nicht in den Fluss. Das heißt, ich komme nicht in die Blockade so leicht rein. Und dann sage ich manchmal, es wäre für Sie wirklich förderlich, zu meinem Mann zu gehen und erstmal Qigong zu üben, die Energie aufzubauen, dann kann ich leichter mit Ihnen klopfen. Wow, so schön. Das ist toll. Und die Leute sind erst immer, ja, warum schickt die mich denn jetzt weg? Mir geht's doch nicht gut. Und nachher, wenn sie es wirklich machen, verstehen sie, warum ich das gemacht habe. Letztendlich, um ihr Geld zu sparen. Ja. Und einfach diese Kraft, die Basis ist, ich kann kein Haus renovieren, wenn ich kein Kapital habe. Ja, das heißt, ich brauche eine gewisse Energie oder es ist sehr gut für jemanden, wenn er dann daran arbeitet. Und diese Kombination Energieaufbau und das Lösen von Blockaden durch die Klopftechniken, das ganz Gezielte nochmal, das ist das, wofür wir beide stehen. Wow. Also. Genau. Und dann kann es nämlich passieren, dass dann jemand zu mir kommt und dann der nächste Kurs ist dann, was weiß ich, in 2 Monaten erst. Dann zeige ich ihm in einer relativ kurzer Zeit, und das könnte ich auch über Skype machen mit manchen Leuten. Mhm. Nach meiner letzten Sendung hier haben mich Leute angefragt und haben gesagt, kannst du mir das zeigen? Das sind einfach gewisse Stellungen, die man einnimmt. Ja. Man nimmt ganz spezielle Stellungen ein und praktiziert die. Das ist durchaus anstrengend. Man muss lernen, in der Spannung zu entspannen. Wow. Das geht dann so ein kleines bisschen in das sogenannte harte Qigong über, aber ist extremst hilfreich. Und damit kann man die Leute so weit aufbauen, dass ich sage, hey, jetzt hast du Power, jetzt geh zu Eva und dann klopft ihr.
Und dann macht es Putsch und plötzlich schließt es. Wenn so kein Wasser spannend. Da ist, kann es nicht schließen. Ja. So, that's it. So spannend. Leider muss ich abschließen, die Zeit, die rennt davon. Aber ich bin ganz begeistert von euren Ausführungen, auch wie ihr das macht. Und ich persönlich werde ganz bestimmt mich da weiter rein vertiefen, weil das hat mich jetzt so überzeugt. Ich finde das so toll. Und zum Glück haben wir noch mehrere Sendungen, weil da sind noch so viele Fragen. Ich bin sicher auch beim Publikum. Vielen lieben Dank, wart ihr bei uns. Und vielleicht könnt ihr ja noch kurz erwähnen, wo finden die Leute mehr Informationen? Wo gibt es, was für Kurse, was bietet ihr an? Wo können die Leute sich da informieren? Ganz einfach auf unseren Webseiten. Wir sind ja auch bei dem YouTube-Video, steht es unten, mein Buch steht auch unten. Mhm. Und als besonderes Highlight unseres Jahres geben wir auch Kurse auf Kreta. Ja, also das habe ich mir schon vorgenommen. Genau. Ganz toll. Vielen lieben Dank, liebe Eva, lieber Fridjof. Ich freue mich schon auf die nächste Sendung. Ja, wir auch. Dankeschön. Liebes Publikum, ich bin ganz begeistert und noch voller Fragen. Wir haben noch mehrere Sendungen mit diesen beiden tollen Menschen. Ich freue mich schon darauf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.